So, Freunde, willkommen zurück hier zu Brave Frontier RPG. Wieder mit dabei, voller Energie. Das ist ja durch das Level-Up nicht unbedingt ungewöhnlich. Und ja, ich muss dann weiterspielen, weil einfach sonst verschwendet die Energie. Energie ist voll, regeneriert sich nicht und so weiter. Und das kann ich nicht leiden. Na gut, Ritter der Wellen, du entdeckst weitere Schönheiten an diesem Ort und ebenso viele Gegner. Bereite dich auf einen Wasserangriff vor. Ich hoffe mal, das ist nur Text und... Ach ja, doch, Wasserangriff ist ja richtig. Sollte man also nicht unbedingt eine Feuereinheit mitnehmen. Level Max auf Manta. Auf Donner Ezzy. Das ist ja nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir das denn kriegen. Wenn das nicht immer so ewig lange laden würde, dann wäre das echt total geil. Gut, wenn wir einen Heiltrank weniger jetzt dabei haben, ist ja auch nicht so schlimm. Ich bezweifle sehr stark, dass die so stark sein sollten, dass ich alle Dings verbrauche. Gut. So, zwei Krieger Ezzys. Das ist natürlich uncool. Ja, nicht unbedingt ein starkes Team dabei, wa? Jetzt ohne einen Mega-OP-Champion und nur Krieger Ezzy dabei. Ist natürlich sehr ärgerlich und mein Dings ist gleich schon wieder tot. Schauen wir mal, ob wir Ramia töten können. Können wir töten, bevor meine Priesterin Merif den Schöpflöffel abgibt. Der könnte natürlich auch mal geheilt werden und nicht nochmal doppelt mit Rickle, der ja schon eher Full Life ist und gerade 4 Herzen, glaube ich, bekommen hat. Warum nicht? Gut, da mal schon mal die Wassermänner töten. Piu, piu. Oh, das reicht immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Dann hätte man den Einhornangriff auch anders benutzen können. So, meine Priesterin Merf, gut, dass sie geheilt wurde. Denn die wurde fast getötet. Piu. Oh, das gibt's doch nicht. Er hat schon wieder überlebt. Diese ekelhaften Gegner. Es war so klar. Ja, es war so klar, Mann. Ohne Scheiß. Es ist einfach nur lächerlich, ey. Komm schon. Das ist doch ein Scherz, oder? Er ist genau auf diese Einheit draufgegangen. Das war sowas von klar, eigentlich. Geht auf diese anderen Scheiß-Einheiten, die 3000 Leben haben und nicht auf diese Low-Einheiten. Mann, ja, einfach nur dumm. Tja, sowas hasse ich bei den Games, dass es einfach mit Absicht so gemacht wird, dass die Einheiten einfach mal getötet werden. Einfach nur dumm, weißt du, dafür gebe ich keinen Heiltrank aus. Aber nö, anstatt die 5 anderen Einheiten mit 3000 Leben anzugreifen, was machen sie? Richtig, meine mit 1100 Leben angreifen. Typisch, einfach nur typisch. Naja. Eine Kiste wieder. Das haben wir schön doppelte Energie verschwendet. Ist ja, haben wir so viel Energie, ist ja kein Ding. Kriegen wir 10 Matches hintereinander hin. Tja. Vor allem, sie greifen alle zweimal an, ne? Ja, schon wieder. Immer schön ruft er. Ja, komm. Warum nicht? Komm, greif sie an. Ist kein Ding, also. Mach ich immer wieder gerne ein neues Level starten. Spastis, Alter. Was ist? Soll die Kacke? Geht auf die Leute mit 4000 Leben, aber doch nicht auf die mit 1000 Leben. Muss ich unbedingt auswechseln. Die Scheißheilerin, ey. Er hat nichts drauf, hat die. 1100 Leben mit nichts an Verteidigung. Weißt du, die anderen kriegen 30 Schaden, die kriegst du 500. Und ein Tröpfchen. Kein Ehrentröpfchen, ein Gifttröpfchen. Pam! Critical. Jetzt hat die geheilt. Ist das ernst? Wirklich? Gut, er hätte auch weiterspielen können ohne die Bitch. Warum heilt die? Sie sollte angreifen. Oh, kriegen wir hin. Der sollte tot sein. Die scheiß Heilerin da oben.
Gut. Auch die Runde überstanden. Ja, ich glaube, die überlebt es noch, natürlich. Mein einer macht da so viel Schaden. 97 ist richtig viel. Das eine muss ich auch auswechseln, ist auch Schrott. Aber ich habe leider nicht so viele Kosten für die Truppen. Später mal gucken. Boah, ich habe mehr Level. Und mein einer wurde bestimmt nicht einmal geheilt. Oh doch, mein einer wurde doch geheilt. Das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen, wäre er nicht geheilt worden. Jedes Mal einfach die Rüstung von allen zerstört. Ja, Rami lebt natürlich auch noch. Scheiß Angriffe. Alarm, Brave ist ready. Wieder. Auch die Priesterin Merif. Aber es dauert immer noch so ewig bis da hinten hin. Den Kampf mussten wir wieder schließlich neu anfangen. Ah, 6 von 8. Ist okay. Das ist recht fix. Ja, natürlich nicht, wenn sowas kommt. Die gehen mir natürlich hart auf den Sack, gehen die mir. Die gehen mir hart auf den Sack. Das kann eigentlich sehen, hinteren Leben, ja. Ich müsste auch Angriff können, ne? Wäre natürlich dumm, wenn ich jetzt Heilung drauf hätte. Also wenig Schaden, wie die macht. Könnte man schon längst Heilung. Ja, Donner Elsie, dann mal go. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Piu! So, die beiden Angriffe sollten erreichen. Sollte hoffentlich auch tot sein oder halt noch nicht, warum auch. 2090 Cell, eine Einheit bisher nur. Ungewöhnlich. Seine Rüstung natürlich wieder zerstört, logisch. Piu! Das tat weh, glaube ich. Und wieder eine Kiste, die wackelt nicht. Oder wackelt die? Doch, die wackelt. Wollte schon sagen. Die wackelt dann doch. Warning, komm, gib mir die Rare Card. Piu, nächste Runde ist er wieder weg. War wohl in 2 Runden erst. Schade. Hat sie noch ein bisschen überlebt. Und vor allem... Ja, komm, greif das einer nochmal an. Vor allem, er bringt so viel an Dingensen, an Sel und Karma. Critical, wa? Mich hätte jetzt nicht gewundert, hätte es einen Crit gemacht. Ja, mein Einheitchen, du kriegst das schon hin. Obwohl jetzt auch nicht mehr so wichtig wäre, jetzt sind wir schon beim Bossgegner. Das ist da recht egal. Rare acquired, wieder eine. Und da sind wir beim Boss. Da kann man bei Priesterin Merif, naja, weiß ich nicht. Ja, ich benutze immer einen Heiltrank. Das ist okay. Die Mime. Heilere Merif. Heilere Map von Ritter Sefu. Ja, gute Frage. Ich würde mal sagen, ich greife den Ritter Sefu zuerst an. Gegen alle Feinde ein schwarzes Loch. Das ist natürlich echt bitter, ne? Die ganzen Brave Burst Fähigkeiten. Aber halt nichts an Items oder so. Ja. Kommt, geht immer auf denselben. Ist richtig so. Na, komm mal heilen. Können wir uns heilen? So, nächste Runde ist auch der tot. Ich glaube, die gehen immer auf denselben. Nee, doch nicht. War dann wohl reiner Zufall. Alter, macht der Schaden, der Typ. Gut, der Ritter Sefu schon mal weg. Durch das kleine Gift. Und die Heilerin wäre so viel noch tankiger. Also kann jetzt allein nicht mehr viel machen. Aus einer Eiszapfen spielte Carsten und sie tötet meine. Es war sowas von klar. Warum auch nicht? Immer auf die Heiler rauf. Logisch. 2200 Schaden. Das ist heftig. Wer auch immer den Angriff gemacht hat. 2200 Schaden ist heftig. Ja, keine Karten bekommen. Schade. Kein Sefu. Congratulations. Area cleared. Und da haben wir. Ne, müsste noch nicht der Gegner gewesen sein, oder? Ja, paar Dinger wieder. Und da haben wir eine Rare wieder bekommen. Nein, das war noch nicht das letzte gewesen. Briesenstrand weitermachen wir. Weiß ich nicht.
Lohnt sich weiterzumachen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, komm. Achso, haben wir eh keine Kämpfe, keine Energie mehr. So. Tja, in 30 Sekunden wird eins aufgefüllt. Da hätten wir 6 Energie. Wir können aber auch einfach mal in der Kakanwüste nochmal so ein kurzes Level machen. Einfach nochmal kurz zum Trainieren. Obwohl, das dauert auch so lange. Ne, würde ich sagen, machen Schluss mit dem Part. Ich mache das offline hier. Einen Kampf. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part dann. Von Brave Frontier RPG ist natürlich unglücklich gelaufen, dass unsere Heilung gleich am Anfang gestorben ist. Merkwürdigerweise wurde sie ja 10-mal angegriffen von den Gegnern. Ist ja ganz komisch, wenn alle anderen noch Vollläufer waren. Na gut, kurzer Part von Brave Frontier RPG. Ich bleibe trotzdem fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.